Aufnahme läuft! Babalibaldebubulaba. Also Ruhe! GT! Hi, ja, ja, ist das ein schöner Tag, ja? Ah, hallo, sehr. Ah, Jamie, was machst du denn du da? Was wollen die auch gerade fragen? Ja, ich dich auch. Hey, hallo, aber mal bitte ein bisschen. Ja, was ist das? Ich wollte sagen, eigentlich ist das ja mein Spiel alle. Wieso hockst du da? Ja, du hast mir einen Schlüssel gegeben und ich dachte, ja, ich sitze mit der Tonne, weißt du? Ah, ich habe den Schlüssel gegeben. Da in der letzten Nacht, wo ich so besoffen war. Du hast meinen Club, du weißt. Vielleicht hast du mir noch nicht gegeben und ich habe einfach genommen, aber ich soll das ausgeben. Okay, ja, dann ist gut. Okay, ja, müssen wir weitermachen, sonst kommen wir ja nie zum Livestream-Finale. Das ist so. Dann würde ich da sagen, dass wir mit Sicherheitskarten weitermachen wollen. Schlüsselkarten? Schlüsselkarten. Wir müssen ja irgendwie durch die Türen kommen. Ja. Ja, dann eine Jalle Abfahrt, hä? Jo, los! Los! So, welches Auto gibt's jetzt? Irgendwie werde ich nicht mitgezogen, hallo? Jo, es kommt. Ah, jetzt. Welches Auto soll ich bestellen? Unseres mega geile anderen Mobil, du weißt? Das Ratterrad. Red Keg. Der, also der, wo wir in der letzten Mission, der rote hier. Der Red Keg, ja. Yeah. Oh, sorry! Sorry! Sorry. 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 Wie heißt es da? Das ist Red Truck. Red Loader. Ja. Dann besorg mal den Red Loader. Jo, schon weg. LKW. Nein, ich will nicht einsteigen. Digga, ich nehme das Taxi. Hey, tschüss, ich nehme das Taxi. Ciao. Oh nein. Komm schon. Schau mal, was für ein krasses Taxi ich mir gibt, Alter. Also, wo ist der gute Red Loader? Hey, 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 hey! Hallo! Bleiben Sie stehen! Kann ich mich da anducken? Nein. Nö. Aber ich würde es fühlen, wenn man dort hinten drauf hocken kann. Jo, das ist so geil, ja. Also, würde ich doch mal sagen. Kannst du das? Wo ist das Teil überhaupt? Das etwas markieren, ja, das mache ich. Also, los, los, los. Jo, es ist nicht markiert bei mir. Es ist markiert. Ja, aber bei mir nicht. Ja, blöd. Jo, sehr blöd. Ach jo. Also Cedric, jetzt müssen wir ja irgendwie die Zeit, bis wir dort sind, überbrücken. Da will ich eine Frage stellen. Nein. Nicht also, an dich. Zuerst einmal nicht zu meinem Fahrstil. Nein, aber nicht an dich. Darf ich? Jo. Ja, wie habt ihr denn das letzte Video gefunden, das online gekommen ist? Das Human Fall Flats. Also, habt ihr das gut gefunden? Ist das nicht eine Frage an die Zuschauer? Also ja, Mann, ich habe ja gesagt an die Zuschauer. Ah, ich habe gemeint an eben, nicht an dich, nicht an dich. Ja, dann. Wie habt ihr es gefunden? Schreib es doch in den Kommentaren. Dass es wieder mal einen Kommentar gibt. Ja, du, die letzten drei Videos haben keinen Sieger gehabt. Ja. Wie hast du es denn gefunden? Außer der super sympathische Adi-Tator-Fan. Ah ja, so eine gute Kollege. Grüß gehen raus, ja. Bei dem läuft es aber auch ganz anders. Ja, ganz anders. Ganz anders als bei mir, hä? Bei mir läuft es viel besser. Ja, du verdienst sicher viel mehr Geld als er. Ich meine, er ist ja sicher kein Millionär. Weißt du? Nein. Ja, eben. Cedric, wie hast du das Video gefunden? Ich fühle es für das erste Video, das du geschnitten hast. Ach so. Ist es wirklich sehr gut. Kompliment. Naturtalent. Jo. Ach, danke. Fein mit Bratis bezahlt. Mit ja, da habe ich immer noch. Immer noch. Jetzt gibt es einen kleinen Jump. Oh shit. Und einen schnellen Stopper. Ja, ja. Nein, wenn ihr das Video gesehen so haben, Alter. Ja, Alter, easy. Nein, wenn ihr das Video gesehen habt, sollte ich dunstig sein. Cedric, bitte, ich bin da am erzählen. Bitte ja, nicht so. Sorry. Okay. es ist dünnstig heute, wie ich gewusst. Und das Video ist am Sonntag aufgenommen worden. Sonntag am? Gut, 21.21 Uhr. 04. Holy shit. Und 4 Sekunden. So. 21 und 10 Sekunden. Nein, es ist 21. Ja. Und das ist heute Morgen fertig geworden, das Video. Hey, hey. Heute Morgen am 4. Ja. Weil 4 Uhr nicht.
Das hat mich sehr gefreut über eure Resonanz, die ich natürlich jetzt gelesen habe. Wie viele Likes hat das Video bis jetzt? Es hat... Wow! 5 Millionen! Oh! Alter, das ist ja voll wenig, Alter. Jetzt kommt Mr. Beast. Alter! Digga, du machst dreimal so viele Aufrufe wie der, sagst du eigentlich. du musst auch noch erzählen. Aber was bei dir? Wie geht's dir? Was hast du gemacht heute? Heute bin ich mit dir, Jamie. Hi! Einem anderen Kollegen. Hey! Sind wir zum örtlichen Weiher, der bei uns in der Nähe ist. Ja, sind wir gut Bierli trinken. Ein Bierli. Und aber bist du sicher nicht betrunken, dann darfst du fahren. Diesmal nicht. Jo. Und dann bin ich eingegangen, bis zur Nacht gemacht. Dann bin ich in den Landwirtschaftssimulator gegangen. Bin ich GTA gezockt und dann ist die Aufnahme davon. Tatsächlich habe ich bis um 2:30 am Nachmittag geschlafen und habe dann mir etwas zu holen. Aber wann kommt eigentlich die nächste Folge von der Megafarm? Oder wie heißt die Megafarm, oder? Krass-Farm, diese gute Farm, keine Ahnung. Von unserer Farm. Von welcher haben wir bis jetzt zwei? Ja, die wir online hier haben. Um 22. Ja. Probe mal unser zukünftiges Ich. Sedek aus dem Schnitt, bitte überlegst du nochmal ganz gut, was am Sonntag fürs Video kommt. Ja. Auch wenn der Sedek aus dem Schnitt das nicht hören wird. Weil Videoproduktion wird von Computer übernommen. Wisst ihr, der Sedek macht das nicht selber, der tut einen Computer beauftragen. Ja, der wird das nie gesehen bekommen. Zappalot nochmal. Eieiei. Das heisst, wenn ich jetzt sage, Sedek, füge mal einen Satz, wo drauf steht Hallo ein. Dann wird das nicht passieren. Ein Satz, wo drauf steht Hallo. Hallo ist ein Wort. Ein Textfeld. Ein Textfeld, wo Hallo drauf steht. Wenn ich sage, mach das mal, wird es nicht passieren. Wir sind im Ziel. Dort vorne ist unser Ziel. Komm, jemand fährt mit dem Auto da. Let's go. Nein, du musst auch einsteigen, wir müssen die Kleidung nehmen. Hallo, darf ich nicht fahren? So, und wir werden umzogen. Ja, du bist ja der Gefängnisinsasse, ich weiß nicht, was du willst. Sorry, ich hab doch nichts gemacht. Gefängnisinsasse, weil du keine Videos hochgeladen hast. Doch, Videos habe ich immer hochgeladen. Letzten Donnerstag ist kein Video gekommen. Ja, sorry, ich bin nicht das Dunkel. Oh, nein. Nur GTA kommt am Donnerstag. Ich habe die 5 Personen enttäuscht von der Suche. Die 3. Stimmt, 2 davon sind wir. Ja. Weißt du, die eine Person? Der, wie heißt der? Der Jon. Der Jon mal am Stein. Grüß gehen immer raus. Grüß gehen raus. Ich habe deine WhatsApp-Nachricht mitgeteilt bekommen. Du meinst, ich sei witzig als Cedric. Und Schick ich stimme dir 100% ein. Nein, das ist ich stimme dir 100% bei. Und bedanke mich sehr. Weiter auf Twitch. Mann, das ist fies. Das ist fies. Demütigend vor allem. Alter, wie weit weg ist der gerade geflogen? Sehr weit. So weit wie mein Schwein. So weit kann der fliegen, oder was? Nein, so weit. Bastard, wenn ich kann doch ich mal ein bisschen First Person, Cedric. Ich kann doch mal ein bisschen First Person. Alex, es sieht halt actually so aus, als würden wir da innen richtig schwitzen und es wäre sau heiß. Wir müssen richtig kiffen, Alter. Es sieht so richtig heiß aus in diesem Bus. Ja. Jamie, freust du dich auf GTA 6? Ich beweise es nicht. Also ich denke, eine bessere Grafik könnte schon mal da sein. Ja, das Problem ist, spielst du lieber ein Spiel, das so ist wie jetzt und es läuft flüssig? Oder spielst du GTA 6 mit der Grafik des Todes und es hat einfach so 3 FPS?
Ready Bros. Dann kostet das Spiel, weißt du, dann musst du einen neuen PC kaufen, dass du es spielen kannst. Weißt du, sonst sind wir einfach die Einzigen auf dieser Welt, die bei GTA 6 immer noch GTA 5 streamen. Ja, Mann, Alter, wir werden in eine öffentliche Sitzung ganz allein. Wie wir denn die einzigen Menschen sind. Imagine GTA 6 wird aber kostenlos, Alter. Dann werden wir voll real die einzigen, Alter. Alter, F4. Ah! Dann gehe ich halt wirklich nur GTA 5. Ja, ist easy, das wird. Ja. Tanga-Missionen ganz allein. Aber es ist schon so, dann kannst du die ganzen Missionen machen, die du eigentlich so von den anderen genervt wirst. Du kannst einfach ganz allein machen. Ah, ey, aber es hat mir gerade eine Sache gefallen. Wir reden jetzt so schön, oder? Ja. Willst du nicht einmal über den Zum Glück kein Nachbar-Podcast reden? Dann reden wir dann schon genug. Nein, kannst du jetzt Details geben? Wir sind dran an einem Podcast. Und immer noch so ein bisschen am Überlegen, wie, wo, was, dass wir es auch auf YouTube kann hochladen kann, weil wir nicht wissen, wie wir auf Spotify etwas hochladen. Das finden wir aber noch raus, hoffentlich. Das finden wir noch raus. Und dann wird es wahrscheinlich so ein bisschen sein, wir sind irgendwo in einem chilligen Ambiente, filmen uns bei einem Podcast. Oder wir machen es so, dass wir eigentlich... Oh, sorry. Hallo, nicht bei mir. Sorry. Dass wir eigentlich so ein bisschen gechilltes Spiel spielen und dazu so einen Podcast. Das sieht man dann, das ist neu. Genau, das ist ein neues Spiel, das sieht man dann, ist gestern auf Steam erschienen. Gestern? Sucht mal danach, dann werdet ihr es nicht finden. Okay, gestern. Ah, das Spiel schon länger. Das siehst du denn? Das Spiel hast du? Das siehst du denn? Oh shit. Ist ja gleich. Ja. Und wir sind dran. Zum Glück kein Nachbar, er wird in der Beschreibung hier verlinkt sein, der Kanal. Mhm. Hoffentlich. Er ist ein Legendenkanal, nicht? Es ist schon das Video online, das wir damals mit einem Kollegen aufgenommen haben. Der Kollege hat jetzt schon wieder mal gesagt, ey, wir mal ein Video. Aber ich weiß nicht. Mit dem Roblox-Junkie, Alter. Ja, mit dem Roblox-Junkie. Die Zeiten, wo man... Alter, wann ist das? Über 2 Jahre? Wann ist das online? Oh, 2 Jahre sicher. 1 Jahr. Ah nein, Sedimeter ist jetzt erst 1,5 Jahre. Stimmt, so. Sedimeter ist jetzt ziemlich genau bald einmal ein Jahr alt. Ist schon, ist schon, ist schon. Wo ich angefangen habe mit dem jeden sonstigen Video. Das ist jetzt dann, oder ist schon ein Jahr alt. Jeden Sonntag ist bis jetzt, sind wir ja als Video am Ende. 75 cm. Nein, wie viele Wochen hat das? 57, oder? 52 hat es. 52 Videos. Und ich glaube über 70 Videos. Wenn man Short abrechnet, das sind dann auch noch 20 Videos. Ja. Ich sehe, irgendwie ist das Dach vom Bus ein bisschen schräg, aber ich weiß ja nicht. Also von da innen sieht man nichts. Ah doch, ja. Dort, wenn man hinten schaut, ist es ein bisschen nach links. Das ist der Ford. Oh, das ist ein anderer Spieler, Alter. Wir, okay. Wir sind doch in einer Privatsitzung. Lol. Was macht denn da? Mit so einem Handwerkerauto? Nicht also, etwa Missionen jetzt... machen. Nein, ganz chillig jetzt machen. Kein Stress, wir sind Polizisten, wie man sieht, mit einem ganz normalen Bus. Professionellen Bus, Alter. Krumm wie eine Banane. Das ist ein ganz normaler Bus. Mach auf. Danke schön. Ey, sorry, der Bus ist... Es ist halt so, nicht mal auf, du Scheitel. Was? Bei mir ist die Tür so aufgegangen. Hast du schon? Ja. Bei mir sind wir einfach durch die Schranke gefahren. Aber bei mir ist auch ein bisschen verbockt. Jo, wollen die auch mal etwas machen, oder? Ah, jetzt. Ja. Danke, Jungs. Tschüss. Ciao, hey, danke, ciao. Wir sehen sich in der Kaffeepause. Kaffeepause. Alter, der Bus geht so gut wie auseinander. Ah. Nach alle am Handy hier. So sucht ich's. Hey, sogar im Gefängnis. So, jetzt müssen wir hier irgendjemanden umbringen, ohne ihn aufzufallen. Hat man nicht ein schusssicheres Auto? Warte, kann ich nicht schnell Mechaniker anrufen und nein, das nein, Auto bestellen? Nein, nein, wir sind Polizisten. Wir werden keine Sterne bekommen, wenn wir es jetzt richtig machen. Ganz normal, einfach hier rein. Wo bleibst du? Bin unten am Festhängen. Ich bin am Hängen. Du kannst ihn umbringen, denn, weil du bist, Cedric.
Ich weiß es nicht sehr. Wieso, wieso hast du kurz anmalen und ich kann lang anmalen? Jetzt müssen wir den Typ da oben umbringen. Aber nein, mach Schlag, mach Schlag. Nimm die Waffe, stell dich neben ihn, drück R dann. Also wie, was? Du stellst dich neben ihn, hast eine Waffe in der Hand und drückst R. Ja, ja, ja. Alter! Warte. Ich muss ein bisschen Munition holen, hey. Wegen dem mache ich das vor jeder Mission. Ah, aua! Aua, jetzt bin ich auf die Fresse geflogen. Also Cedric, du willst jetzt fahren? Ich kann schon. Also ich kann auch. Bin ich der Busfahrer, Alter. Aber ganz unauffällig, Cedric. Du musst jetzt umdrillen. Ganz unauffällig umdrillen, Herr Busfahrer. Okay, wehe du verkackst das. Weil dann wird es ganz kritisch. Du kannst schon schnell fahren. Also. Bei mir werden jetzt die Person aber als Feinde angezeigt. Ja, sie greifen dich aber nicht an, weil es kleine Punkte sind. Okay, sei doch vorsichtig. Und langsam warten, bis er das Tor öffnet. Es ist schon offen. Jo, ja, dann schon, ja. Aber warten, bis er das Tor öffnet dort vorne. Und das rechte Tor fahren, gell? Ja! Wuhu! Applaus! Und jetzt Nöcher. Öffnet sich die Schranke. Näher. Anhalten. Ein bisschen rückwärts. Jetzt hat sie sich ja bewegt. Jetzt ist sie offen. Ach so, schön, was sie bei dir offen ist, bei mir eben nicht. Nein, ist sie offen, dann reicht es. So, was machen wir mit dem Bus denn jetzt? Ey? Am liebsten einlachen. Ja, gut, wahrscheinlich leider nicht. He? Ja, einfach zurückfahren, hätte ich jetzt gesagt. Geht jetzt eine kleine Busfahrt. Ja. Oh, ein anderes Spiel in einem Flugzeug unterwegs. Hey. Fährst du eigentlich oft Bus? Ich fahre sehr oft Bus. Nein, jetzt nicht. Hey, was hast du? Was? Du hast da irgendetwas markiert? Ah, ja, nichts. Also, jetzt muss ich entscheiden, was wir machen mit dem Teil hier. Ja, ich würde sagen, einfach zu der Spielhalle fahren. Zu der Spielhalle fahren und dann Luft jagen, während du drinnen sitzt. Okay. Das tönt doch gut, hä? Also, das tönt sehr gut. Eigentlich nicht so. Tönt jetzt nicht so gesund für meine Krankenversicherung. Aber hey, wieso Mensch? Ich weiß nicht, was du hast. Ja, die Krankenversicherung, alle. Hey Hefe, just to let you know. Ah, ja. Jetzt wieder eine angerufen. Hey, aber wenn rechnest du damit, dass der ultimative Livestream wird? Es wird noch so einige Wochen gehen. Monate, Jahre, Jahrhunderte. Nord von den Basismissionen an. Wenn das durch ist. Oh shit. Spoiler Alert? Ja, hä? Weißt du, ich finde es noch chillig, wenn jeder Donnerstag so ein Video kommt und am Sonntag wird jetzt wechseln wir uns wahrscheinlich ein bisschen abmitschneiden. Ich mache jetzt wahrscheinlich sogar über 50% Editing und Marketing. Nein, Marketing, Alter. Ja, Alter. Marketing. Ich mache Plakat. Also, wir haben schon so Zentimeter-Sticker. Wo drauf steht, schön hier, aber schon bei Zentimeter kommentiert. Falls jemand einen Ort kennt, wo man gut Sticker kann drucken kann, bitte meldet euch. Bitte schreibt es in den Kommentaren. Aber ich habe gemeint, bei uns in der Nähe, im einen Dorf, da, habe ich gemeint, es gibt eine Druckerei. Und in den meisten Druckereien nehme ich an, dass du so Sticker drucken kannst. Im ersten gehst du da an, so, können Sie das bitte drucken? Ja, was drucken? Schön hier, aber schon bei Zentimeter kommentiert. Ja, das sollte eigentlich schon gut. Ja. Mit QR-Code sogar, hey. Das ist schon. Wenn ihr mal so einen seht, bitte meldet euch mit dem Zentimeter. Ja. @gmail.ygmbhag. Ja, ja, ja. Wir wollen halt wirklich eine E-Mail machen, oder was? Nein.
oder? Also wird eh niemand die E-Mail schreiben lassen. Ja, das ist so. Oder so, schreibt es auch in den Kommentaren. Ist ja hast du schon mal gedacht, was passiert, wenn du mal aus irgendeinem Grund doch einen grösseren YouTuber werden solltest? Und die Leute dann die alten Videos hier jetzt werden sehen? Ja, ich bin auf jeden Fall ein grösserer YouTuber. Also, weißt du jetzt von mir? Ja, aber was ist, wenn es ruckelt bei mir? Aber was ist, wenn die das werden sehen, weißt du? Weil ich, also zuerst einmal werden wir dann mal eine Sonntag Zeit nehmen und einfach jedes Video von ein bisschen älter ist durchschauen. Oh shit. Nach immer Livestream, Alter. Nein, nach grenzwertigen Sachen suchen. Und rausschneiden. Und dann die Videos, die grenzwertige Sachen drin haben, einfach offline stellen. Nein, du kannst auf YouTube kannst im Editor Zeugs rauscutten. Und blurren und stummen und alles. Das wäre ja schade und ja, weißt du. Gut, es gibt alles auf der Stunde, ja. Und du löschst den Aufruf, ja, das ist auch... Das wäre natürlich geil! Hey, dann würde ich sagen, sie machst du es bequem in Amerika, wenn wir angekommen sind. Jo. Das ist ein Bahnwaggon. Wo? Da vor uns. Du kannst weinen. Die Deutsche Bahn. Ja, SBB natürlich. Die SBB! RHB! RHB. So, dann stell dich da links vor der Lagerhalle auf das schöne Flächle da. So. Nein, nicht auf der Strasse, komm, hier richtig, ja. Jetzt machen wir es wieder gar. So, meine lieben Leute. Danke, das war, mit... danke hey. Fürs Mitkommen. So, bleib du da ruhig sitzen. Jo, da machst du gemütlich. Sobald knallt, ist das Video fertig, hä? Machst dann, du gemütlich, Ich wünsche euch noch ganz geilen Donnerstag oder wenn ihr das Video auch immer schaut, noch einen ganz geilen Tag. Stimmt. Ganz schönen oben oder noch einen guten, wenn ihr das zum Essen schaut, wie ich es natürlich mache. Das ist sehr empfehlenswert. Und lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt eure Meinung zu irgendetwas in den Kommentaren. Und was will man da noch mehr sagen, Jamie? Was willst du noch sagen? Ich sag. Du bist ja, ich hab's überlebt, Alter! Hey, ich hab mich gekündigt! Und jetzt habe ich mich selber umgebracht, okay. So, das war's, ja, okay.